Willkommen zur Videoreihe zum Thema Strecke, Strahl und Gerade. Mein Name ist Melanie und ich werde dich in den folgenden Videos begleiten. Ich zeige dir kurz, was du alles in dieser Videoreihe lernst. Zuerst lernst du Strecke, Strahl und Gerade zu unterscheiden und selbstständig Beispiele aus dem Alltag zu finden. Du glaubst gar nicht, wie oft du einer dieser Linien im Alltag begegnest. Im nächsten Video lernst du, eine Strecke, einen Strahl und eine Gerade selbst zu zeichnen sowie korrekt zu beschriften. Zu guter Letzt zeige ich dir die Unterschiede von Strecke, Strahl und Gerade anhand von Beispielen. In diesem Video werden wir uns auf die Merkmale von Strecke, Strahl und Gerade fokussieren. Außerdem sollst du Beispiele aus dem Alltag finden. Richte dir gleich einen Zettel und einen Stift her, um mitmachen zu können. Drücke auf Pause. Dann legen wir los. Was ist nun eigentlich eine Strecke, ein Strahl und eine Gerade? Es handelt sich hierbei um drei Grundbegriffe der Geometrie. Der Überbegriff für Strecke, Strahl und Gerade sind Linien, genauer gesagt gerade Linien. Hier zeige ich dir ein paar Beispiele für gerade Linien. Im Vergleich dazu siehst du hier ein paar krumme Linien. Diese sind nicht gerade. Als erstes lernen wir über die Strecke. Vielleicht hast du schon einmal vom Begriff Luftlinie gehört oder gelesen. Wenn man beispielsweise von der Luftlinie von Wien nach Berlin spricht, meint man damit Folgendes. Das ist die kürzeste Entfernung der beiden Standorte Wien und Berlin. Du fragst dich nun sicher, was die Luftlinie mit einer Strecke gemeinsam hat. Schauen wir uns deshalb die Merkmale einer Strecke an. Eine Strecke ist eine gerade Linie, die immer einen Anfangspunkt und einen Endpunkt hat. Man kennzeichnet Anfangspunkt und Endpunkt immer mit Großbuchstaben. Hier habe ich A für den Anfangspunkt und E für den Endpunkt gewählt. Du könntest aber natürlich auch die Anfangsbuchstaben von Wien und Berlin verwenden, also W für den Anfangspunkt und B für den Endpunkt. Außerdem kann die Länge einer Strecke eindeutig bestimmt werden und man sagt auch, dass eine Strecke die kürzeste Verbindung zwischen dem Anfangspunkt und dem Endpunkt ist. Vielleicht hast du schon bemerkt, dass die Luftlinie genau diese Merkmale erfüllt. Die Luftlinie ist eine gerade Linie und in unserem Beispiel wäre Wien der Anfangspunkt und Berlin der Endpunkt. Du siehst hier also eine Strecke. Außerdem kann die Länge der Luftlinie von Wien nach Berlin eindeutig bestimmt werden. Diese beträgt rund 524 Kilometer. Schauen wir uns noch kurz an, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, von Wien nach Berlin zu kommen. Betrachten wir die Verbindung mit dem Auto, sehen wir auf der Karte, dass es sich hierbei um keine Strecke handelt, da die Linie nicht gerade ist. Das gleiche gilt für die Verbindung mit dem Flugzeug. Auf der Karte ist gut zu sehen, dass es sich auch hierbei um keine Strecke handelt, da die Linie krumm und nicht gerade ist. Merke dir also, dass nicht jede beliebige Verbindung zwischen zwei Punkten in der Mathematik eine Strecke ist. Machen wir nun mit dem Strahl weiter. Ein Strahl ist ebenso eine gerade Linie und hat immer einen Anfangspunkt, aber nie einen Endpunkt. Ein Strahl ist somit unendlich lang, weshalb man die Länge eines Strahles nicht bestimmen kann. Ein klassisches Beispiel für einen Strahl ist der Strahl einer Taschenlampe. Dir ist bestimmt schon einmal aufgefallen, dass der Strahl direkt von der Taschenlampe herauskommt, somit die Taschenlampe der Anfangspunkt ist. Wenn du beispielsweise im Freien unterwegs bist und kein Objekt im Weg ist, geht der Taschenlampenstrahl unendlich weit und hat keinen Endpunkt. Zwei weitere Beispiele für einen Strahl wären die Sonnenstrahlen und der Lichtstrahl bei einem Auto. Dies kannst du dir nach dem gleichen Prinzip wie bei der Taschenlampe vorstellen. Ich zeige dir nun ein paar Beispiele. Notiere dir, ob es sich um eine Strecke oder einen Strahl handelt. Pausiere das Video. Bist du fertig? Dann vergleiche deine Ergebnisse mit den Lösungen. Hast du alles richtig? Super! Du hast bereits die Merkmale von Strecke und Strahl kennengelernt. Jetzt fehlt nur noch die Gerade. Was ist nun eigentlich eine Gerade? Wie der Name schon sagt, ist eine gerade Linie. Im Unterschied zur Strecke und zum Strahl hat eine Gerade weder einen Anfangspunkt noch einen Endpunkt.
Eine Gerade ist auf beiden Seiten unbegrenzt und somit unendlich lang. Wir können daher immer nur Ausschnitte von Geraden zeichnen. Selbst wenn wir eine Gerade über 10 große Papierbögen zeichnen würden, ist die Gerade noch nicht aus, da sie auf beiden Seiten unendlich lang ist. Als Beispiel für eine Gerade kannst du dir die Erdachse vorstellen. Denn diese gedachte Linie ist auf beiden Seiten unbegrenzt und reicht bis in das Weltall. Sind dir die Merkmale von Strecke, Strahl und Gerade nun klar? Pausiere das Video und ordne die Merkmale rechts der Strecke, dem Strahl oder der Gerade zu. Wenn du fertig bist, vergleiche deine Ergebnisse hier. Hast du alles richtig? Super! Wenn nicht, schau dir das Video einfach nochmal an, dann schaffst du es bestimmt. Im nächsten Video lernst du, wie du Strecke, Strahl und Gerade zeichnest und beschriftest. Bis bald!